Hallöchen, hier ist wieder euer Dako und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau. Und wir machen uns heute dran, ja, das Alphabet einmal zu lernen, denn es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal sowas gemacht habe und da war es auch noch auf der alten Minecraft-Version und bei der neuen Version haben wir, sag ich mal, eine andere Art, das Ganze zu machen, ein bisschen komplizierter, da müssen wir mit der Werkbank ein bisschen mehr arbeiten und von daher dachte ich einfach mal, es wäre nicht schlecht, wenn wir das Ganze noch einmal ein bisschen auffrischen würden, unser Gedächtnis, auf den neuen Stand. Es ist ja auch nicht unbedingt schwer, das Alphabet, ich sage mal, wenn man einmal gesehen hat, wie man, sag ich mal, die Buchstaben macht, dann vergisst man das nicht, vielleicht sind einige miese Buchstaben dabei, die hier Minecraft vielleicht mal wieder vergessen könnte, wenn man sie nicht oft genug einfach mal übt. Zum Beispiel hätten wir einmal das D, was so ein kleiner Miesepeter ist, das M oder auch das Q. Kann immer dabei sein, dass man das manchmal vergisst. Aber dafür ist heute dieses Video da. Ich mache auch nicht jetzt einfach in dieser Folge, dass ich euch immer sage, mache jetzt einen geraden Strich, einen schrägen Strich. Ich mache jetzt einfach ein Zeitraffer-Video draus. Ich blende immer irgendwo, ich weiß noch nicht wo, an der Seite des Bildschirms, den Buchstaben ein, den wir immer bearbeiten. Das heißt, falls du schon einige Buchstaben kennst, kannst du einfach im Video immer ein bisschen spulen und suchst dann einfach die Buchstaben raus, die du vielleicht vergessen hast oder dich einfach nicht mehr daran erinnern kannst, wie man sie einfach macht. Ich werde sie einfach groß irgendwo in eine Ecke hinklatschen, dann kannst du da immer hingucken, was du noch brauchst. So, ansonsten gibt es eigentlich viel zu sagen zum Alphabet. Ich würde sagen, wir legen los. Erstmal natürlich nochmal, was brauchen wir überhaupt? Standardsachen, ganz einfach gesagt, holt euch Banners raus. Wir brauchen noch ein schwarzes Banner, das sollten wir uns einmal holen. Ja, einmal sollte reichen. Holen wir uns Banners raus, einmal ein schwarzes, denn natürlich die Schrift ist bei mir jetzt schwarz, von daher nehme ich mir auch schwarz natürlich. Weiß ist der Hintergrund, bei mir zum Beispiel. Und dann hole ich mir noch Ranken raus, die brauchen wir auch noch. Super, so, dann haben wir eigentlich alles. Ich habe auch schon ein bisschen was im Inventar gesehen. Ich bin gut vorbereitet. Und dann legen wir einfach los. Mir natürlich hier mit dem A zuerst. Dann geht es jetzt zur Seite lang. Ich mache einen Zeitraffer raus, wie gesagt. Sollte eigentlich klappen. Und dann würde ich sagen, legen wir gleich mal hier los bei der Werkbank.
fertig sind wir mit dem Alphabet. Alle Buchstaben von A bis Z haben wir einmal gemacht. Ich hoffe, das war alles übersichtlich. Ich hoffe, man hat es verstanden. Ansonsten zurückspulen, ein bisschen langsamer vielleicht machen und dann sieht man eigentlich alles. Die einzigen Buchstaben, die wirklich ein bisschen knifflig sind, wie gesagt, wie auch zum Anfang, das D, das Q würde ich noch dazu nehmen, das R vielleicht und M und W. Das ist das Einzige, was schwer ist. Ansonsten finde ich eigentlich alles recht übersichtlich und du hast ja gesehen, viele Buchstaben wiederholen sich, ne? Sind halt doppelt, ne? Auch wie gesagt, W und das M oder das S und das Z, ne? Ist eigentlich vieles gleich. Auch der Weg hin zum Buchstaben ist halt gleich. P und R, ne? Das sind ja schon fast alle gleichen Griffe mit bei, nur am Ende halt statt ein schrägen Strich, ne, machst einfach so ein Querstrich, ach, keine Ahnung. Muss man einfach ein bisschen sich damit ein bisschen beschäftigen. Wie gesagt, wenn du ein paar Mal die Buchstaben immer wieder schreibst, dann, ja, klappt das schon. So, ansonsten war es das Ganze hier. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Ich stelle mich wie immer hier einfach Safety hin. Zur Info für alle aktiven Gucker, die nächste Folge wird eine Simpsons-Folge wieder werden. Wir gucken uns die Eishalle da hinten an, die ist schon fertig eingerichtet. Freue mich drauf, mit euch das Ganze zu erkunden und ansonsten stehe ich Safety. Dann war es das Ganze hier. Wir sehen uns in einer anderen Folge wieder, also haut's rein und tschüss.